The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 3. Mai. Seit Beginn diesen Jahres wird Russland überschattet von einer merkwürdigen Welle von Todesfällen. Die Verstorbenen sind allesamt Oligarchen, also sehr, sehr reiche Menschen mit exzellenten politischen Kontakten. Von einer rätselhaften Selbstmordserie ist die Rede. Zufall oder nicht, oder hat der Kreml vielleicht doch auch hier seine Finger im Spiel? Als Ende Januar der hochrangige Gazprom-Manager Leonid Schumann tot aufgefunden wurde, naja, da sah alles nach einem tragischen Selbstmord aus. Nur 4 Wochen später wurde Alexander Tioliakow, auch ein Gazprom-Manager, ebenfalls tot aufgefunden. Wiederum 3 Tage später erhängte sich, angeblich jedenfalls, der russisch-ukrainische Ölbaron Mikhail Warford. Und am 24. März soll der Millionär Wassili Melnikov erst seine Frau, seinen Sohn erstochen haben und dann sich selbst die Pulsadern aufgeschnitten haben. All diese Fälle fielen zunächst gar nicht auf. Bis jetzt. Two unsettling cases, eerily similar, fueling more intrigue around the Putin regime tonight. Within the span of 24 hours this week, 2 wealthy former Russian gas executives found dead with their families. Innerhalb von nur 24 Stunden starben also 2 weitere hochrangige russische Geschäftsleute. Sie sollen erst ihre Frauen und Kinder und dann sich selbst umgebracht haben. Das Ganze ist tragisch, aber es ist mindestens auch merkwürdig, dieses Oligarchensterben in Russland. Schauen wir auf den jüngsten Fall. Am 19. April soll der ehemalige Manager von Russlands großem privaten Gaskonzern Novatek, Sergei Protisenya, sein Name, erst seine Frau, seine Tochter, mit der Axt erschlagen haben, um sich dann anschließend im Garten der Villa zu erhängen. Der Tatort, die Ferienvilla im spanischen Lloret de Mar. Der Geschäftsmann hatte sich frühzeitig zur Ruhe gesetzt, Grund unbekannt. Er konnte es sich aber auch leisten mit einem geschätzten Vermögen von 400 Millionen Euro. Was auffällig ist, der Mann hinterließ keinen Abschiedsbrief und auch keine Spuren an den Tatwaffen. Auch an seiner Kleidung befanden sich kaum Blutspuren, trotz der Mordwaffe Axt. Das findet auch der Geschäftsmann und Freund der Familie, André Garrigo, sehr verdächtig. Es muss doch ganz sicher Blutspuren geben. Dieser Sache muss man viel Aufmerksamkeit widmen, den Blutspuren am Körper des Mannes. Nur einen Tag zuvor wurde Wladislav Avajew, ein ehemaliger Gazprom-Bankmanager, ebenfalls tot, in diesem Fall in seinem Moskauer Luxusapartment gefunden. Auch hier soll es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt haben. Erweiterter Suizid, weil wieder die Familie involviert war. Erst erschoss der Mann, so die Geschichte, seine Frau und Tochter und dann sich selbst. Mit jedem Tod dieser sehr reichen russischen Menschen mit Kreml-Verbindungen werden die Fragezeichen größer. Entweder stecken die russischen Oligarchen in einer wirklich tiefen Sinnkrise oder es ist eine Serie von vorgetäuschten Selbstmorden. Professor Louise Shelley von der George Mason University ist skeptisch. I think these deaths in my book are very suspicious because they are so similar and they're both of prominent individuals who've made their money in the oil and gas sector. Der ehemalige Gazprom-Bank-Vize Igor Wolobuev, der Russland inzwischen verlassen hat und jetzt für die Ukraine kämpft, bezeichnet diesen letzten Tod, Tod dreier Menschen, von seinem ehemaligen Gazprom-Bank-Kollegen in einem CNN-Interview als sehr seltsam. Die amerikanische Übersetzerin hilft und sie sagt, er wusste viel über sehr reiche Kunden bei der Gazprom-Bank, vielleicht zu viel, es war kein Selbstmord. I think he knew something and he must have posed some sort of risk. His job was to deal with private banking, that means dealing with VIP clients.
He was in charge of very large amounts of money. So did he kill himself? I don't think so. I think he knew something and that he posed some sort of risk. Nun ist ja nicht gleich alles ein Auftragsmord von Putin, aber für meinen Geschmack gibt es in dieser Geschichte einfach zu viele Zufälle. Peter Falk alias Columbo hätte an dieser Stelle an der Tür auf dem Absatz kehrt gemacht mit seinem berühmten Satz. Sie verstehen mich falsch, ich will doch nicht aufdringlich sein. Ich wollte nur ein paar offene Fragen klären. Ich kann einfach nicht anders. Das ist ein Fehler von mir. Meine Frau hält mir das ewig unter die Nase. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Frederik Pleitgen ist CNN-Kriegsreporter und berichtet derzeit aus der Ukraine. Er war in Butscha. Er war vorher in Aleppo, in Kabul, in Bagdad. Wir sprechen jetzt gleich über Journalismus im Kriegsgebiet. Wir haben Sicherheitsberater, nennt man das, schon dabei. Also wir arbeiten ja im Team zusammen. Wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen alle sicher bleiben und dann gleichzeitig so viel wie möglich berichten können. Unsere Börsenreporterin berichten heute Morgen über Ärger für Apple mit der Europäischen Union und berichten auch über schwere Zeiten für den Immobilieninvestor Adler Group. Wir wundern uns über die Altersstuhheit von Warren Buffett. Wir freuen uns über gemeinsame Musik von Stimmwunder Carrie Underwood mit Rockhautigen Axl Rose. This is CNN Breaking News. I'm Jake Tapper and you are watching The Lead and we are live from the western Ukrainian city of Lviv. About 300 miles east of here is CNN's Fred Pleitgen. You witnessed the site of a mass grave in Bucha on church grounds. Tell us what you saw. Yeah, you're absolutely right, Jake. And generally, the situation there in Bucha is just absolutely devastating. We today went to Bucha. We went around that area. And I want to show you what we saw there. And we have to warn our viewers, though, what you're about to see is extremely graphic and very disturbing. Dass die Welt von Bucha und dem Völkermord an den dort lebenden Zivilisten überhaupt erfahren hat, das liegt an Menschen wie Frederik Pleitgen von CNN. Seit rund 15 Jahren arbeitet er für den amerikanischen Nachrichtensender. Mittlerweile ist er Senior International Correspondent von CNN International. Er ist der Jahrgang 1976, der Sohn des legendären WDR-Intendanten Fritz Pleitgen. Und er hat als CNN-Reporter aus vielen Kriegen schon berichtet. Aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan, Georgien und jetzt eben aus der Ukraine. Ich habe Frederik Pleitgen eingeladen in unser Podcast-Studio, als er jetzt nämlich auf Heimaturlaub in Berlin war, um zu sprechen. Um zu sprechen über seinen Beruf, über CNN, seinen Arbeitgeber und über den Krieg in der Ukraine. Das ganze Gespräch hören Sie am Samstag, heute Morgen, aber schon mal die Kurzversion. Einen schönen guten Morgen, Frederik Pleitgen. Guten Morgen. Was sind das eigentlich für Zeiten, wo ein CNN-Reporter sein Publikum warnen muss beim Filmbericht, dass jetzt Bilder von verstörender Realität kommen? Ja, das sind absolut schreckliche Zeiten. Und ich muss auch sagen, jetzt in diesem Krieg in der Ukraine, es ist schon so, dass das teilweise Ansichten sind und Sachen, die man sieht, die ich schon seit langer Zeit nicht mehr so gesehen habe. Also es ist auch verglichen zum Beispiel mit der Situation oft im Irakkrieg und auch teilweise in Syrien, ist die Zerstörung und sind auch die Art, wie Menschen dazugerichtet wurden, ist schon Sachen, die weit über das hinausgehen, was ich schon lange gesehen habe. Sie waren in Butscha, kurz nachdem die russischen Truppen dort abmarschiert sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wann hat man gemerkt, dass das nicht ein normaler Rückzugsraum von Soldaten ist, sondern dass hier was Größeres passiert ist? Ja, das hat man eigentlich sofort gemerkt. Das war so, dass wir mit der ukrainischen Nationalpolizei schon noch in Butscha gewesen. Da gab es auch noch Artilleriebeschuss und dergleichen. Und dann, als die Russen abgezogen sind, sind wir am nächsten Tag oder übernächsten Tag mit der Nationalpolizei dann nach Butscha reingefahren. Und die haben uns dann gleich erzählt, hier, ihr müsst zur Kirche in Butscha. Und da sind wir angekommen, da sind wir gleich zu diesem Massengrab gekommen. Und das war total schrecklich. Also da waren ganz viele halb
zugedeckte Leichen, die in, die hatten versucht, die in Plastiksäcke zu packen, die waren dann teilweise gerissen, da guckten dann Arme und Beine hervor. Das war schon schrecklich. Und dann, das Schlimme sind dann auch immer Angehörige, die dann da hinkommen und zusammenbrechen. Weil es in der Kirche war, haben die dann halt auch gebetet und dabei geweint. Also das war schon furchtbar, was man da gesehen hat. Das ist schon, man merkt, das ist ein Krieg mit schweren Waffen. Das sind Schlachten, wie man sie in Europa schon lange nicht mehr gesehen hat. Also da werden schwere Waffen in bewohnten Gebieten eingesetzt, gegen Zivilisten eingesetzt. Das ist Sachen passieren da, die man sich hier in Europa lange nicht mehr hat vorstellen können. Das sowieso nicht, aber wenn Sie es mit Aleppo vergleichen, auch mit dem Afghanistan-Krieg oder dem Irak-Feldzug, wo Sie überall dabei waren als Reporter, was unterscheidet das Vorgehen der russischen Soldaten von dem der anderen? Na, das Vorgehen, das ist insofern anders, als dass das eine vorrückende Armee ist. In Afghanistan war das war ja ein Guerillakrieg im größten Teil. Also die Amerikaner haben ja eigentlich Afghanistan überrollt und dann hat ein Guerillakrieg angefangen. In Syrien war das ja eigentlich auch so. In Syrien sind ja auch dann Städte erstmal übernommen worden von Rebellen und dann sind die Truppen vom Assad da rein. Aber das war nie eine Armee, die da durchgerollt ist. Und bei den Russen ist das halt eine Walze. Und die haben das in Kiew ganz schnell versucht. Die haben ja gedacht, dass sie da einfach nach Kiew reinfahren und da empfangen werden mit Blumen. Wir haben das auch teilweise in Kiew gesehen. So wie die Amerikaner in Bagdad damals. Erwartung. Wir haben das ja auch gedacht. Aber in Kiew war das so, die sind teilweise mit ungeschützten Konvois da reingefahren. Da lagen noch LKWs, die zusammengeschossen worden waren, weil die Russen halt gedacht haben, die rollen da rein und das wird schon alles gut und die Leute empfangen uns da mit Blumen. Und das ist natürlich dann so nicht passiert. Was hat Sie sicher gemacht, dass in Butscha nicht noch Scharfschützen auf den Häusern oder auf den Bäumen sich befinden? Für Sie und Ihr Team die Sicherheitsfrage. Ja, wussten wir nicht. Also das war schon eine Sache, die wir immer bedenken mussten. Und das war auch eine große Gefahr. Das haben uns da auch die Leute gesagt. Wir waren da mit der ukrainischen Nationalpolizei unterwegs. Und die sind dann auch, wenn die durch Waldgebiete gefahren sind, haben die dann auch immer eine Waffe aus dem Fenster gehalten und haben dann immer geguckt, dass da niemand irgendwie lauert in diesen Gebieten, dass dann noch eine Gefahr bestehen könnte. Aber das waren einige Tage danach noch so, dass man immer noch der Meinung war, dass diese Gefahr dort besteht. Ob die dann noch welche gefunden haben, weiß ich nicht. Aber die Gefahr selber war groß dabei? Und die Gefahr von liegen gebliebener Munition war natürlich auch sehr groß. Haben Sie selber Waffen dabei, Sie oder das Team? Niemals. Niemals? Nee. Kein Leibwächter? Also wir haben Sicherheitsleute dabei, klar. Wir haben Sicherheitsberater, nennt man das, schon dabei. Also wir arbeiten ja im Team zusammen. Wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen alle sicher bleiben und dann gleichzeitig so viel wie möglich berichten können. Und da muss man dann halt immer zusammen im Team das Equilibrium finden. Und das schafft man meistens auch. Aber diese Sicherheitsberater sind bewaffnet, ja oder nein? Nein. Und wie groß kann ich mir ein CNN-Team vorstellen? 4 Leute. Ich, Kameramann, Producer, manchmal noch ein lokaler Producer auch noch mit, also 4 oder 5, genau. Je nachdem. Also es ist bei mir halt so, ich spreche halt Russisch ganz okay, ich kann da einfache Interviews führen, aber teilweise ist es noch gut, jemanden dabei zu haben. Weil Sie mit dem Vater in der Sowjetunion gelebt haben. Ja, ich war ja auch 3 Jahre Russland-Korrespondent von uns. Ich habe das da in der Zeit auch gelernt und das hilft schon enorm. Damit kommt man in der Ukraine ziemlich weit. Da kommt man ziemlich weit, ja. Ein komplexeres Interview wäre vielleicht schwierig, aber so ein einfaches mit so Menschen, die man so trifft, das geht schon, ja. Nochmal die Sicherheitslage, wenn man in Kiew ist, wo befinden sich dann die Journalisten alle an einer Stelle und dann beschützt? An mehreren Stellen, es gibt ja noch Hotels und was man bei Kiew wissen muss, ist, dass in Kiew die Innenstadt, die ist noch eigentlich fast komplett intakt. Also da gab es schon ein paar Luftschläge von den Russen, die waren aber mit Präzisionswaffen, die teils präzise waren. Also die waren auch nicht ganz präzise, aber es ist so, dass man da noch einigermaßen sicher war. Also weil so große Luftangriffe, wie man das zum Beispiel aus dem Irakkrieg zum Beispiel kannte, so Shock and Awe, das ist ja nie gekommen. Das hatte man ja gedacht, aber das ist nicht passiert. Und so von Kiew konnte man sich dann quasi in die Orte vorarbeiten, wo dann die Kämpfe waren. Das heißt also, die Nacht verbringt man relativ auch in dem gewissen Gefühl, dass man durchschlafen kann, oder hat man ein halbes Auge immer wach? Ja, es ist ja schon Luftalarm auch mehrmals pro Nacht, ne? Also es ist, so richtig sicher ist man natürlich nie. Sie haben ja eine
Art doppelte Identität. Sie sind einerseits Deutscher und andererseits für einen amerikanischen Sender da. Was ist Ihnen lieber, wenn die Leute Sie als Deutscher erkennen dort oder als Amerikaner? Also in der Ukraine sage ich lieber amerikanischer Sender. Jetzt zur Zeit, die Deutschen sind jetzt im Moment nicht so angesehen. Nicht so ganz angesehen. Also man kriegt dann auch oft Fragen, was jetzt ist hier mit der Haltung der Bundesregierung und das Verhältnis zum russischen Gas und auch langfristig, ne, dass man da so lange dran festgehalten hat. Und ich meine, die Amerikaner, die machen ja auch viel. Ne? Also jetzt zur Zeit ist ja die Hauptunterstützung für die Ukraine, kommt ja aus den USA und kommt über die USA vor allem auch. Das heißt, es ist nicht mehr nur Putins Krieg, es ist auch Bidens Krieg. Nee, ich glaube, das ist Putin und Putins Krieg. Aber die Amerikaner haben halt gesagt, der Selenskyj ist da geblieben. Die Ukrainer haben vor Kiew gezeigt, dass sie was drauf haben. Und jetzt werden die halt unterstützt. Aber die Amerikaner wollen ja keine Kriegspartei werden, wie Deutschland das ja auch nicht werden will. Aber die sagen schon, wir werden den Ukrainern alles liefern, damit sie hier in diesem Krieg bestehen können. Was sie wollen, ist das eine, was sie sind, ist das andere. Der ukrainische Botschafter in Berlin sagt klipp und klar, ihr seid doch schon alle, ihr der Westen, Kriegspartei. Klar sagt er das. Aber was sagen Sie? Vielleicht, ich denke nicht. Also ich denke, das ist immer noch ein Krieg, das ist ja ein Überfall gewesen. Das ist ja auch kein Krieg, wo die Ukraine den Krieg wollte. Aber das ist denen aufgezwungen worden. Und die Ukrainer machen jetzt alles, was sie können, um da zu bestehen. Und man merkt auch, dass für die ist das ein Kampf um die Existenz. Und das sollte man natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt ja hier manche in Deutschland, die das so, ich weiß gar nicht, wer das war, der gesagt hat, hier bei allem Verständnis für die existenzielle Bedrohung, aber hier den Steinmeier, den dürft ihr nicht so harsch anfassen. Es ist halt was anderes, wenn man in Kiew sitzt und da rollen russische Panzer auf einen zu. Ne? Und der amerikanische Nachschub, der läuft nicht nur in den Nachrichtenagenturen, der läuft auch, Sie sehen das, dass amerikanische Waffen ankommen und Militärberater aktiv sind? Ich habe da sowohl amerikanische als auch deutsche Waffen gesehen. Also die Panzerfaust 3, die haben wir dort auch vorgefunden. Also kommt alles real an. Ja, da kommt viel real an. Von den Amerikanern natürlich noch viel mehr als von allen anderen zusammen. Und die Amerikaner, die sind ja auch hochprofessionell, was Logistik angeht. Und die sorgen schon dafür, dass das, was sie zusagen, auch ankommt. Und dass es auch benutzt werden kann. Das, was CNN im journalistischen sozusagen genau, hinbekommt, bekommt die amerikanische Armee. Die schaffen das natürlich auch im großen Stile. Ne? Die haben ja auch viel Zeug parat. Das wird sehr viel Geld dafür auch aufgewendet und dann halt auch sehr viel Hilfe auch gegeben, logistische Hilfe auch teilweise. Das ganze Interview mit Frederik Pleitgen hören Sie, wie gesagt, also am Samstag, rund eine halbe Stunde lang auf thepioneer.de. Ich glaube, es lohnt sich. Gestern im ZDF um 20 nach 7 trat Kanzler Olaf Scholz vor die Kameras bei der Sendung Was nun, Herr Scholz? Er stellte sich den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seiner Stellvertreterin Bettina Schausten. Und naja, die sprach Olaf Scholz erstmal auf seinen Zickzackkurs in Sachen Waffenlieferungen an. Was ist Ihre Linie? Vielleicht besteht da auch einfach Unsicherheit. Haben Sie das Zögern aufgegeben? Überhaupt nicht. Ich habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen, mich mit den Verbündeten abgestimmt. Aber mein Kurs ist schon, dass wir besonnen und mit klarem Verstand handeln. Das heißt, es gibt hier keine Entscheidung, die danach gemacht werden kann, wie sie jemand in irgendeiner PR-Abteilung entwerfen mag. Immer noch was drauf oder niemals etwas, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben. Sondern es muss jede einzelne Entscheidung sorgfältig abgewogen werden. Man muss das tun, wozu ich einen Amtseid geschworen habe. Nämlich dafür sorgen, dass wir hier den Frieden sichern und dass wir gleichzeitig auch unser Land schützen. Aber es gelang einfach nicht, den Pudding an die Wand zu nageln. Bitte vervollständigen Sie die Sätze, Herr Scholz. Meine eigene Krisenkommunikation bewerte ich mit der Schulnote. Die gebe ich gar keine Schulnote. Ich finde, dass es hier darum geht, dass es sehr ernste Sachen zu lösen gibt. Und dann muss man auch ernsthaft bleiben. Wenn der russische Präsident Putin im November am G20-Gipfel in Indonesien teilnimmt? Wir werden bis dahin Entscheidungen treffen müssen, die da etwas mit zu tun haben. Es geht aber um eine internationale Zusammenarbeitsstruktur. Würden Sie sich mit ihm an einen Tisch setzen? Nein, die Antwort müssen Sie schon ertragen, um das ganz klar zu sagen. Ich habe Sie noch nicht gehört. Wir werden darüber entscheiden, wenn es soweit ist. Alles andere wäre ziemlich unklug. Aber ich will ausdrücklich sagen, dass es auch unklug wäre,
nicht zu verstehen, dass wir, wenn wir die Demokratie global verteidigen wollen, wir einen schweren Fehler machen, wenn wir sie für eine Lebenskultur des Westens halten. Das hat etwas mit unseren Vorstellungen als Menschen und mit der Humanität zu tun. Und die Demokratie wird deshalb global stark, weil wir verbündet sind mit den Ländern, die ich zum Beispiel zum G7-Gipfel nach Elmau einlade, nämlich Indonesien, Indien, Südafrika und Senegal und noch anderen Ländern aus dem Süden Amerikas, die uns genauso wichtig sind. Fazit: Scholz denkt und spricht deutlich anders als Joe Biden. Er hält sich die Tür nach Moskau offen. Er nennt Putin eben nicht einen Kriegsverbrecher. Er verlangt keinen Regimewechsel in Moskau. Und er lehnt es auch nicht ab, sich mit ihm bei G20 an einen Tisch zu setzen. Er will vorerst nicht mal nach Kiew fahren. Das Ganze ist nicht ein Bruch mit Amerika. Aber eine ernstzunehmende Differenz ist es schon. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, da gucken sicher viele sehr interessiert auf den Technologiegiganten Apple und den Ärger mit der Europäischen Union. Guten Morgen, Anne in New York. Guten Morgen, Gabor. Es geht um Apples eigenes Zahlungssystem, Anne. Apple Pay. Was bitteschön stört die EU-Kommission daran? Die EU stört sich im Prinzip genau daran, wofür Apple eigentlich bekannt ist, und zwar, dass es ein geschlossenes System hat. Also man kann ja, wenn man mit dem iPhone kontaktlos bezahlen will, nur Apple Pay benutzen und nicht irgendwelche anderen Dienste. Und die gibt es, die wenigsten wissen aber davon, weil Apple die nicht zulässt. Die EU stört sich daran, dass Apple die Konkurrenz quasi also ausschließt. Unter EU-Regeln sei das illegal, weil das gegen das Wettbewerbsrecht verstößt. Damit werde Innovation gestoppt und Verbraucher hätten auch nicht die Wahlmöglichkeiten, die ihnen zustehen. Politiker in den USA stört es übrigens auch, die haben das auch schon kritisiert. Apple hat jetzt zwar die Möglichkeit, da Einspruch einzulegen, aber was schlimmstenfalls für Apple passieren kann, ist, dass es entweder sein komplettes System umstellen muss oder es könnte eine große Geldstrafe drohen. Für die Apple-Aktie ging es gestern um 2,5% nach unten. Vielen Dank, Anne, und damit von New York nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Gestern ist der Aktienkurs des Immobilieninvestors Adler Group um 40% eingebrochen. Am Samstag waren schon mehrere Mitglieder des Managements zurückgetreten. Naja, nachdem Wirtschaftsprüfer sich außerstande gesehen hatten, ein Prüfungsurteil für den Geschäftsbericht 2021 abzugeben, das erinnerte schon ein bisschen an Wirecard. Also, Annette, wie geht's jetzt weiter bei Adler und gibt es vielleicht noch andere Immobilienfirmen mit ähnlichen Problemen? Nun, alles hängt jetzt davon ab, wie die Gläubiger damit umgehen. Nämlich eigentlich ist der Umstand, dass KPMG die Jahresabschlüsse nicht testieren kann, ein Grund dafür, für die Gläubiger zu sagen, sie wollen ihr Geld sofort zurück. Das gilt für Anleihe als auch für Kreditgeber, also für die Banken. Natürlich sitzen die alle in einem Boot. Die haben auch alle kein Interesse daran, dass die Adler Group sofort insolvent geht, denn dann bekommen sie gar kein Geld zurück und vielleicht irgendwann mal ein bisschen. Deswegen fangen wohl jetzt die Verhandlungen im Hinterzimmern und bei den Anwälten an, so dem Vernehmen nach, was man aus den Immobilienkreisen hört. Denn keiner, wie gesagt, hat Interesse daran, komplett kein Geld zurückzubekommen. Es sieht nicht gut aus für die Adler Group, das muss man schon sagen. Fraser Perring, der Shortseller, hat ja auch nochmal nachgelegt. Das ist dieser Shortseller, der auch Wirecard quasi offengelegt hat. Und die sehen weiterhin systematischen Betrug und auch möglichen Insiderhandel bei dem Unternehmen. Eins ist klar, die Adler Group hat zu überteuerten Preisen eingekauft, die dann in die Bilanz genommen. Und das System hat so lange funktioniert, wie der Immobilienmarkt angestiegen ist. Und das ist nun nicht mehr passiert. Ob auch andere Unternehmen betroffen sind, weiß man noch nicht. Es gibt solche wie Aroundtown, die dem Vernehmen nach ebenso diese Praxis durchgezogen haben, also ziemlich hohe Preise bezahlt haben. Ob sie auch ähnliche Probleme haben, das weiß man, wie gesagt, nicht. Wäre reine Spekulation. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass Warren Buffett so stur ist, was die neuen Technologien angeht. Der weltberühmte Investor und Chairman von Berkshire Hathaway hat dem Bitcoin, also der großen Kryptowährung, mal wieder eine Absage erteilt. Der 91-jährige Buffett knarzte auf der Hauptversammlung vor 10.000 Aktionären, dass er alle Bitcoins der Welt nicht mal für $25 haben möchte. Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world, and you offered it to me for $25.
I wouldn't take it because what would I do with it? I have to sell it back to you one way or another. I mean, maybe I have the same people, but it isn't going to do anything. Für ihn sind die Bitcoins wertlos. Er investiere lieber in Wohnungen oder Bauernhöfe. Fakt ist, über Apple hat er vor einigen Jahren auch so gesprochen und mittlerweile macht Apple den größten Teil seines Berkshire Hathaway Fonds aus. Also, ich behaupte, hier wird es genauso sein und nicht anders. Buffett geht und der Bitcoin, der bleibt. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass die amerikanische Country-Sängerin Carrie Underwood in ihrem tiefsten Herzen wohl eher ein Rock'n'Roll-Fan ist. Vor einigen Jahren, als die Hardrock-Band Guns N' Roses sich gerade mal wieder nach langjähriger Pause aufgerafft hatte, auf Tournee zu gehen, da gab es für Carrie Underwood kein Halten mehr. Und sie reiste nach Las Vegas zum großen Auftakt der Guns N' Roses Reunion-Tour. Because it's kind of a lifelong dream of mine. I never thought would happen. And couldn't waste that opportunity. So I abandoned my husband, abandoned my children, went to Vegas. Yeah. Saw Guns N' Roses. That's what I'm talking about. Amazing. Das erzählte sie vor zwei Jahren in der Tonight Show von Jimmy Fallon. Und gleichzeitig verriet sie auch, dass der Frontman von Guns N' Roses, der Sänger Axl Rose, schon immer ihr Idol war. Sie von klein auf begeistert hat mit seiner Stimmvariation. I do always say, like, you know, it's hard when you kind of meet your heroes, you know, because I do consider him to be somebody who kind of taught me how to sing, because I just loved how he could just do different things with his voice. Yeah. Jetzt ist Carrie Underwood in Kalifornien aufgetreten und da verließ sie recht schnell ihre Country-Pfade und war plötzlich recht rockig unterwegs. Ihre Band spielte überraschend für alle den Guns N' Roses-Klassiker Sweet Child of Mine an und dem Publikum gefiel es. Aber nicht nur, dass sie plötzlich Guns N' Roses ziemlich stilecht interpretierte, sie kündigte dann auch noch Axl Rose überraschend als Duettpartner an. Willkommen zur größten Nacht meines Lebens, rief sie ins Publikum und dann kam Axl Rose tatsächlich auf die Bühne gehüpft und er war aufgeräumt und gut bei Stimme. Wir freuen uns für Carrie Underwood, dass sich mit diesem Auftritt für sie zumindest ein Lebenstraum erfüllt hat. Dass dies auch im Leben von uns allen immer möglich ist, dass man daran glauben soll, dass sich Träume erfüllen können, das hat sie in einem ihrer ganz großen Hits schon selbst besungen. Just a Dream. Ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart. That she ever heard.